Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Keem Tate wieder unterwegs und ich glaube, wir haben kein Randomizer-Setup. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als ob das zufällig passiert wäre. Wildes Herauswinden, Flip-Flop, Unbreakable und Seelenwächter. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Also das ist jetzt so wie wir schaffen das. Das ist halt kein lehrbares Perk, sondern angenommen, Korrupte. Angenommen, du kaufst das Spiel neu, dann ist das quasi direkt mit in der Rotation drin. So, kein Objekt der Besessenheit. Ist auch mal schön. Und ich stehe hier sehr auf dem Präsentierteller. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Das hat gut funktioniert. Oh, leck. Da hinten rennt er. Ab zum nächsten. Ah, Jesse, Dankeschön. Ach Mann, ey. Wie viel habe ich diesmal? Habe ich auch wieder drei geschafft? Melly macht nächstes. Okay, ja klar, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich gehe mal helfen. Ich bin ja relativ nah dran. Schleicht. Ach, da ist schon jemand. Wo kommt Jenny denn her? Zwei habe ich diesmal nur geschafft. Verdammt. Du bist schon kurz weggenappt. Hat auch Bock auf mich. Vielleicht will er auch nur den Generator treten. Er hat auf jeden Fall den Generator getreten, aber er hat immerhin kein Pop dabei. Okay. So, Gen Rush, Leute, was ist da los? Jetzt hing schon jemand. Und es sind noch keine drei Gens durch. Was sind wir für Survivor Mains? Wenn ich in die Richtung schaue. Und Rina in die andere müssten wir ja eigentlich sehen, wenn er kommt, ne? Da vorne ist er auch. Ah, schade. Schade. Dann warte ich mal hier, dass ich Jenny direkt helfen kann. Er ist jetzt gerade in seine Fähigkeit rein. Scheiße. Da ist er. Nochmal den Generator zurücksetzen. Nochmal gucken, ob Jenny auch gut und gemütlich hängt. Mach's jetzt, bevor sie in die zweite Phase kommen. Wäre ein bisschen ärgerlich. Probier's mal aus. Ein bisschen Sorge, dass ich hier Stalky Stalk abbekomme. Da ist er. Upp. Und nee, er kommt zu mir. Okay, geil. Er will nicht tunneln. Der Ehrenstalker. Junge, ich kann doch hier auch durchgucken. Ach so, er ist weggegangen. Oh.
Kann da zwar durchgucken, aber hilft mir auch nichts. It's a day, moin moin, 16 Monate schon. Herzlich willkommen im Stream. Vielen Dank für den Resub. Diesmal ist der Resub-Besuch nicht mal allmonatlich. Ja, aber es ist ein Resub-Besuch. Das ist doch. Es ist doch auch schon mal was. Dankeschön für 16 Monate und moin moin. Da habe ich eiskalten Mord beobachtet. Was? Da ist doch noch alles gut. Da ist niemand gestorben. Ring. Sehr schön. Okay, Jenny ist ganz drüben. Aber da ist jetzt ja mindestens einer fertig geworden. Passt. Rina hat eine Verletzung. Ach, scheiße. Aber Timo rennt rüber. Ne, Timo, ich sehe das. Genau. Der rennt rüber. Sehr gut. Immerhin habe ich nicht Zolkers gelesen. Der Zolli ist tatsächlich auch nicht da. Also du bist diesmal am Start und Zolli nicht. Mach mit der Info, was du willst. Nevron mit Rainbow Grins. Sehr schön. So, und es wurde eine Fee gestartet von Jesse. Ich sag doch, die träumt heute gut in der Wanne. So, bitte geh rüber jetzt zu den anderen, damit ich den Generator noch in Ruhe fertig machen kann. Nur für Mariechen wird hier Rainbow Grins. So muss das. Sie braucht das jetzt auch zum Wochenende. So, dann helfen wir. Heilen hoch. Und machen weiter Gens. All das, was so Survivor so machen, ne? Und dann hoffen wir, dass er jetzt nicht Jenny tunnelt. Der hier drin ist noch nicht. Und da sind die Dinger da noch drin? Hier kann man noch gut juken, Leute. Das Ding ist noch dicht. Palette. Ist auch noch da. Okay, nice. Kann man gebrauchen. Eine Wette gewonnen und schon ein paar Mal Rainbow Grands heute. Ja, ey, ich weiß auch nicht. Das ist ein schöner Start ins Wochenende. Die Leute gönnen dir aber auch. Jetzt müsste halt nur noch mal der Pyramidentyp kommen, ne? Sitze ich weiter mittig? Könnte sein. Obwohl, nee, kann eigentlich nicht sein. Hier im Stream ändere ich das ja gar nicht. Vielleicht sitze ich irgendwie weiter an der Seite. Vielleicht ist die Cam ein bisschen verschoben oder so. Boah, die werden jetzt aber hier durchgeballert. Wen jagt er denn gerade? Timo ist verletzt. Jagt der Timo? Timo, hast du Adrenalin? Die... Tschüss. Die wichtigste Frage, die wir hier noch klären müssen. Oh, da laufen sie beide. Danny, Timo. Rina ist zum anderen Ausgang. Da hinten kommt Rina angerannt. Oh, die hat aber jemanden im Schlepptau. Oh, die Nötschelle. Oh, was? Er hat einfach die Nötschelle ausgepackt, Leute. Hilfe. So, dann mal ab zum Ausgang. Oh, da rennen die. Dann gucke ich mal. Ich habe halt nichts, um Totems zu finden. Es könnte überall sein, das Nöt-Totem. Und er könnte halt auch wieder überall sein, ne? Ist da gerade geleuchtet? Scheinbar nicht. Dachte, ich hätte hier durch was gesehen. Vielleicht habe ich das Feuer gesehen. Vielleicht habe ich es mir aber auch eingebildet. Will ich auch nicht ausschließen. Ausgang ist offen. Dann gehe ich mal davon aus, dass Timo will safe ist. Da ist Timo. Ja,
Jetzt wartet er hier so an der Ecke. Hä, was ist das? Brauche ich nicht. Erstmal gucken, ob man was geiern kann. Aber ein lila Medikit, das ist schon nice, ne? Warum sollte man das jetzt liegen lassen gegen eine grüne Toolbox? Nö, da passt das so schon. Ey, Ghostface, ey. Puh, GG. Ah, auch wieder eine wilder Ritt hier. Durchdringendes Zillern wussten wir. Genau, Korrupte, glaube ich, wusste ich am Anfang auch, ne? Und Barbecue und Chili. Hm, verlängert die Dauer des Killerinstinkts. Dem entdeckt wir. Ja, okay, nice. Das Addon ist halt ziemlich nice, wenn man sich so aus der von der Seite lehnt, wie schnell man dann jemanden gestalkt bekommt, ne? Eine Sekunde weniger ist schon eine Ansage. Es geht ruckzuck. Was auch immer ruckzuck geht, ist das Video, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wenn ihr mögt, seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön auch an die Kanalmitglieder für die Unterstützung und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.